Moin, moin, meine Freunde, ich bin's, euer Serd, und dieses Mal mit einem neuen Commentary, einem neuen Char. Und wenn ihr das Video gesehen habt, wie ihr schnell in die Gamma Dungeons kommt, werdet ihr wahrscheinlich dann gesehen haben, dass ich auf meinem Todesritter bin, der seit heute, dementsprechend, wo ich das Video aufgenommen habe, für die Gamma als auch dieses Live-BG-Commentary nun aufnehme, halt ein und derselbe Tag ist. So, wie viel Gear hat er? Der hat jetzt 4500. Hat hier auf jeden Fall schon ein bisschen Gear. 238er Set komplett. Na, der hat auf jeden Fall ein bisschen Gear schon. Jetzt bin ich derzeit halt noch ein bisschen am Ehre farmen, dass ich hier noch die Füße, den Ring, also auch das Trinket austauschen kann. Dass ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen was zusammengeschustert kriege. Wertetechnisch seht es ihr gerade, ich habe 156 Trefferwertung, heißt einen Hitwert von 4,7%, einen Waffenkundewert von 16, heißt mir fehlen noch, da ich selber Draenei spiele, fehlen mir jetzt noch um die 100 Trefferwertung. Ich hätte mir ja die Hand VZ geholt, aber die kostet 90 Gold und da habe ich mir dann definitiv gesagt, nein, ist nicht. Dementsprechend hat jetzt 15 Waffenkundende Wertung auf die Hände. Generell geartechnisch, alles was ihr hier jetzt seht, ist entweder gekauft. Zum Beispiel den Kopf habe ich für 1,3k bekommen, statt für 1,5, wie ihr den hier seht, genauso wie das Trinket. Ach du Scheiße. Es geht schon wieder los. Wir müssen nur hier Anti-Tap fahren. Und der Deka, der hat einfach durchgetunnelt, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen einspielen, was den Deka angeht. Dementsprechend nimmt es mir noch nicht ganz so übel, dass ich da jetzt noch nicht ganz so bewandert drin bin, ne? Ja, die Möglichkeit besteht, dass ich mir auf jeden Fall Cutter hole. Also das neue Cutter, wo du einen 80er Boost drin hast, da ich halt schon einen Paladin besitze, einen Druiden, Magier. Warte mal, ich habe Paladin, Krieger, Druide, Magier und jetzt halt den Todesritter noch. Heißt 5 Klassen, wäre halt die Überlegung, ob ich mir, oder 4 Klassen, die mir noch fehlen, das wäre halt der Hunter, der Schamane, der Hexer, als auch der Priester. Da der Shami aber nur als Dings gibt, werde ich den halt nicht spielen, also als Draenei, weil ich mag Draeneis nicht. Ja, ich weiß, der Deka hier ist ein Draenei, aber auch nur, weil ich halt die Volksmounts haben wollte und dann habe ich den halt mit der Zeit dann halt doch hochgespielt. Und wie ihr seht, seht ihr, dass er jetzt 80 ist und jetzt ein bisschen PvP-Gear hat. Ja, im Endeffekt, ja, will ich da eigentlich gar nicht auch groß drum reden. Ich möchte halt einfach kein Draenei-Shami spielen und ja, genauso wenig wie Hunter auf Hunter habe ich genauso wenig Lust, heißt eigentlich nur noch Hexe oder Priester. Da könnt ihr natürlich aber auch gerne mal euch in den Kommentaren mal auslassen, wie ihr oder was und wie ihr etwas sehen wollen würdet. Na. So. Es geht gerade irgendwie nicht viel, weil irgendwie immer irgendwer irgendwo ist und die Horde ist überall. Aber wir sind irgendwie nirgendwo. Also irgendwie nicht ganz so geil. Na. Dementsprechend müssen wir hier halt auf jeden Fall mal ein bisschen Piano machen. Na. Da ist auf jeden Fall wieder der. Wieder ein neues Opfer. Und der macht direkt einen Abgang. Okay. Können wir uns hier mal den Leuten hier mal anpassen. Machen mal die Kugel der Sindorei an. Ist ein Schmuckstück. Wie ihr das bekommt, das habe ich euch auch schon gezeigt. Ja. Bam. So, und wir gehen hier halt einfach ganz geschmeidig mal in den Deck rein. Ja, guck mal, und da ist er auch schon tot. Auf den einen haben wir natürlich hier schön mit unserem Gargoyle geopnet. Ach, guck mal, der hat auch schon 21k HP, unser Pet hier 21k. Zusammen haben wir so viel wie gefühlt ein Raid-Boss-Kappa. Ja,
Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Klar ist das jetzt nicht ganz so spannend, hier jetzt so zuzugucken und auch im Generellen, da ich ja sehr wenig bis gar nicht meine Videos cutte, sage ich so wie es ist, muss ich halt auch ehrlich gestehen, dass ich trotzdem dafür tierisch dankbar bin, dass ihr da seid. Muss halt auch mal sein. Fangt gar nicht erst an zu rauchen. Schlimmste, was man machen kann. Eine Sucht, die man am liebsten gar nicht hätte erst anfangen sollen. Ja. Ein 6K-Parler, okay. Ja, den Hals habe ich mir auch überlegt. Hole ich mir den nicht. Der hat halt Hit 38, ne? Aber 6K Gold dafür? Boah, ich weiß ja nicht. Na. So, whoop. Ich bin hier absolut überfordert. Ja. Aber der Krieger hat auf jeden Fall hier Schattenkram, so wie es aussieht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber was macht ihr denn jetzt so über die Feiertage hinweg? Oder gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, hey Leo, ich habe hier ein Spiel, das könnte dich interessieren. Dann schreibt mir das auf Discord, auf Instagram oder hier in die YouTube-Kommentare. Ja. Dann gucke ich mal, ob ich das hab. Und werde es mir dann dementsprechend auch mal anschauen. Ja. Und ja, ne? Tschüss. So, Kollege. Hier geblieben. Du lässt mal meinen schurkigen Kollegen da hinten meine Ruhe. Zap. Und du bist tot. Sehr schön. Natürlich kriegen wir hier natürlich immer noch tierisch hart auf die Schnauze, ne? Weil wir halt einfach nur das 232er Gear haben. Beziehungsweise das 238er Gear. Wenn es hochkommt. Und dementsprechend müssen wir uns da auch keine Vorwürfe machen, dass es bei uns jetzt nicht ganz so pralle läuft, ne? Ihr seht es ja, 2 Kills, 2 Tode, 86k Schaden, 11k Self-Heal. Kann man mal machen. Ne? Dementsprechend alles bestens hier. Ne? Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie mal hier mal runter. Der hat da getappt. Vielleicht sollten wir mal unseren Krieger da unten mal ein bisschen supporten. Weil der hat da auf jeden Fall ein bisschen Trouble, so wie es aussieht. So, zap. Ziehen einfach mal die Armee der Toten. Zap. So. Zap. Dann können wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Dot spreaden. So, zap. Komm, 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 komm. Ich bin gesilenced. Wollt ihr mich verarschen? Warum war ich denn gesilenced? Da fuck. Ja, und die haben es natürlich wieder zurückgetappt. Aber hey. Der Versuch, der war da. Armee der Toten habe ich auch gezündet. Guck mal, da ticken die Dots immer noch. Tick, tick. Tick, tick. Tickt, meine Freunde, tickt. Ja. Da unten ist auch Hopfen und Malz absolut verloren. Ja, wir können mal hier mal gucken, ob wir hier gedefft kriegen. Aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht so. Ja. Der DK, der müsste sich mal irgendwie mal hinsetzen und essen. Aber irgendwie hat er darauf auch nicht so Bock. Ne? Wir können hier gucken, ob wir hier noch ein bisschen was an VZ machen, dass wir dann auf 400 kommen. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Ja, dass wir dann hier definitiv mal unsere Ring-VZs machen können. Das wäre doch was, nicht wahr? Joa. Ja, zap. Jawohl. Abfahrt. Ja, so. 99 und let's go.
Und 400. Let's go. Super Mario. Ah, die geht halt alles ins Aktionshaus. Das brauche ich ja alles nicht. Ah, da hinten defft hier hinten einer. Da defft gar keiner. Okay. Ja, in der Mitte steht ein DK. Ein Krieger. Und der Charmy, der läuft gerade weg. Mitte könnte jetzt theoretisch ein Rogue von uns tappen. So, zap. Du wirst erstmal vollkommen ignoriert, Kollege. So. Ja, überhaupt nicht übertrieben, Kollege. Nee. Ja, dass der Krieger irgendwie. Ja, natürlich hat er Schattenkram. Warum wundert mich das auch nicht? Ja. Warum wundert mich das nicht? Und warum wundert mich das nicht, dass wir schon wieder verlieren? Ja. Weil wir wieder gegen gefühlt zwei Primate-Gruppen spielen. Ja. Allianz? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute, das ist eine Primate-Gruppe. Ja. 1, 2. Ja. Haben wir hier mehr als 2 Leute? Nee. Ja, trotzdem irgendwie ziemlich sass hier. Ziemlich sass, muss man sagen. Ja. Die Leute hier. Dementsprechend gehen wir hier auch einfach mal direkt rein. Zap, da wurde mir der Kill geklaut. Ja. Aber irgendwie läuft das jetzt nicht ganz so gut für uns. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein super krasser Mega Ultra DK Main, dass ich überhaupt DK spiele zu WOTLK ist schon echt verwunderlich, sage ich mal so. Na? Eigentlich habe ich mich immer darum gestritten, es nicht spielen zu wollen müssen, Toten täten. Dementsprechend, ja. Habe ich das eigentlich bisher immer gekonnt umgangen. Aber irgendwie muss das dann halt auch mal gemacht werden. So, wir haben aber nur zwei Basen und wenn wir das BG gewinnen wollen, müssen wir hier halt irgendwie auch mal ein kleines bisschen was reißen. Das geht nicht nur an mich, sondern auch an meine Mates. Ja, na. Ich weiß ja nicht, was ihr so derzeit veranstaltet, ob was ihr so guckt, aber ich habe auf jeden Fall ein neues Let's Play angefangen, das Let's Horizon Zero Dawn. Da sind auch schon ein paar Folgen raus. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist halt ein Story Let's Play, da rede ich auch nicht allzu viel, weil es halt eher um die Story gehen soll. Na, ist halt full uncut. Na. Dementsprechend, wenn es euch interessiert, schaut da gerne mal rein. Ansonsten habe ich natürlich auch noch andere Videos, die ihr euch angucken könnt. Auch in Anführungszeichen ein paar Erfolgsguides, vor allem jetzt zur Winterzeit. Hier für Winterhauchfest. Da habe ich jetzt, glaube ich, gestern eins hochgeladen für. Hier, wie heißt das hier? Tralalala Ogrilla. Den Erfolg, den habe ich abgeloadet, wie man den machen kann. Oder wie ihr den, oder wo ihr dafür hin müsst. Aber dafür müsst ihr halt aber auch erstmal wieder Ruf besitzen, um es machen zu können. Na, wir gucken mal, was hier so abgeht. Wir gehen jetzt hier einfach mal übers Wasser und gucken mal, was hier so in der Mitte abgeht. Weil die Mitte sieht irgendwie doch ein bisschen perfider aus. Ah, ja. Ja, Kollege. Ah ja. Ah, ja, Kollege. Welch da auch schmal oder was? Ah, ja, so, der ist in der Bubble. Ein Retri mit Bubble, okay. Mit dem Magiefokus hier eine sehr interessante Wahl, Kollege. Du wirst erstmal direkt gekettet. Du kriegst erstmal das hier, das, zap, zap. So, dann ziehen wir hier unser Trinket noch rein. Hopp.
Dann gucken wir mal, ob wir hier noch mal ein bisschen Damage anbringen können. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Da ist auf jeden Fall der Heiler. Du kriegst erstmal ein Silence. Kommst noch mal ran. Und natürlich nicht. Die werden hier direkt mit allen Leuten direkt auf dich gehen. Wirklich viel Damage konnten wir da jetzt wohl nicht anbringen. Wie gesagt, die haben halt hier höchstwahrscheinlich alle schon das 264er PvP-Gear. Dementsprechend mache ich mir da persönlich aber auch nichts raus, na, dass wir hier nicht wirklich was angebracht oder angebracht. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, und das ist die Hauptsache. Dementsprechend, belassen wir das einfach mal dabei. So. Wir hüpfen hier einfach mal froh, fröhlich mal mit den Jungs hier weiter. Mit Elfi und. Wer bist du? Fancy. Ah, der hat jetzt auch nicht so das Brüller-Gear. So, zap. Da oben ist der Heiler von denen. Natürlich kriege ich erstmal den Full Hammer. Ja, natürlich. Natürlich. Die spielen halt drei Paladine. Ne, warte mal. Ich glaube, das waren drei Retris mit. Boah, drei Retris und ein Heal-Paler mit A. Oh, I'm sorry. Ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Dementsprechend lassen wir das auch einfach mal dabei, ne? So. Ja, das Mount habe ich die Tage bekommen. Na, das kann ich euch auch einmal zeigen hier. Heldentaten. Hier am 16.12. habe ich das bekommen. Da bin ich sehr stolz drauf, weil das ein Mount ist, was ich in Retail immer gerne haben wollte, es aber nie bekommen habe, weil ich entweder zu der Zeit halt einfach nicht gespielt habe oder halt nie spezifisch gefarmt habe, weil es gibt ja auch ein Rework davon. Dementsprechend, ja. So. Zap. Du bleibst mal hier, Kollege. Zap, zap. Er kann natürlich Eis blocken. Sehr interessant. So. Zap. Wir spreaden erstmal hier die Dots. Zap. Gehen hier hin auf den Heal-Parler. Natürlich haben die 100 Kilometer Reichweite. Naja. Und er hat natürlich wieder den Berserker-Buff. Also. Ich will ja nichts sagen, aber ein Berserker-Buff hält maximal 30 Sekunden, mein Freund. Also, wie zum Fick hast du schon wieder einen Berserker-Buff? Wir gehen hier hinten den Shami mal auf die Eier. Kriegt natürlich erstmal einmal eisige Ketten. Dann kriegt er hier nochmal unseren Gargoyle ab. So, zap. Wupp. Und tot ist er. Aber es war nicht unser alleiniger Verdienst, da hat der Schock auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu beigetragen. Das wäre aber ein sehr schönes 1v1 gewesen. Ja. Leider konnten wir da nichts groß machen. Auch hier konnten wir schon wieder nichts veranstalten. Der Dings denkt sich auch noch so, ja, nö. Der Deka, der verzieht sich auch schon wieder. Was ist da los? Da ist der Shami. Da ist der Retri. Den Retri, den könnten wir vielleicht grippen, bevor er abhaut. Aber, ne. Der haut lieber ab. Da hinten ist ein Krieger. Den können wir einmal dingsen. Zap. Ah ja, klar. Ja, genau, Kollege. Alles gut. Ich habe ja nichts gemacht. Nee, ist alles gut. Klar, kein Problem. Ah. Ja, du hast es auf jeden Fall gemerkt, dass das definitiv irgendeine Art von Premade-Gruppe war, weil so spielen keine Randoms. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Randoms werden in keinem Fall so spielen, wie die es hier getan haben. Dementsprechend 100% Proof, dass das irgendeine Art von Premade-Gruppe war. Ja. So. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Es hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht, mit euch hier ein bisschen rumzutalken und euch mal
meinen nicht vorhandenen Skill mit meinem DK zu zeigen, auch wenn das irgendwie ein bisschen weh tat. Aber hey, was muss, das muss und so ist das nun mal. Jetzt machen wir hier noch mal ganz kurz Ringe, was brauche ich dafür? Schleierstaub. Ja, heilige Mutter, das habe ich natürlich nicht mehr, aber ich sage auf jeden Fall vielen Dank, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.